Oh, super! Jetzt müssen wir nur noch die Bühne ein bisschen aufräumen, dann passt es dann auch. Ich setze mich mal wieder zu euch. Wie hat euch die Show bis jetzt gefallen? Is this a good show? Yes, very great. Nicole, do you like it? Very nice. Yeah. Und der Prosecco ist auch gut? Sweet. Sweet. Gut. Franz, wie hat es dir gefallen? Ja gut, die Jungs haben ein großes humoristisches Talent. Die sollten wir als Pausenclown einstellen. Ja, als Pausenclown, ja? Ja, wenn wir in der Allianz Arena spielen, wenn die erste Halbzeit vorbei ist, da langweilt sich das Publikum oftmals. Und mit den Jungs, wenn die da was erzählen, ich glaube, das Publikum wäre begeistert. Könnte man da was reißen auf jeden Fall? Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ja, was kommt denn jetzt? Ah ja, genau. Jetzt habe ich natürlich noch einen ganz besonderen Gast heute Abend. Es juckt bestimmt jeden, hat mindestens 2, 3 Fragen an diese Dame. Es ist niemand anderes als unsere Bundeskanzlerin, die Angela Merkel. Hallo Angie, ich darf doch Angie sagen, oder? Klar doch, logisch, darfst du. Na, freilich. Gut, super, super. Angie, ich finde es ganz toll, dass du heute zu uns gekommen bist, ne? Und ich hoffe, du hast in deiner Hosentasche, hast keine Hose an, aber meistens sonst hast du eine Hose an, ist ja wurscht, in deinem Rock, ja, eine Lösung für unsere Finanzkrise. Na, was soll ich dazu sagen? Darauf folgen Taten. Dann schauen wir mal. Gut. Okay. Oder setzen wir uns erstmal nieder. Setzen wir uns nieder. Angie, zum Robby, ein ganz fescher. Es ist unser Saalwettkandidat und das ist die Suffnudel, die Amy, die schützt sich aus Bier über die Titten. So Angie, was hältst du davon, wir tun uns jetzt ein bisschen schunkelmäßig betätigen. Wollt ihr nochmal eine Runde von dem Duo Unglaublich von unserem ZDF Band? Noch eine Schunkelrunde. Applaus für die zwei, haben sie super gemacht. Ganz spontan wieder eingesprungen. Wie bitte? Du bist auch wieder da. Haben sie dich auch wieder gefunden? Ah ja, klar, gefunden. Hast du mitgekriegt, ich muss es ja machen dann halt. Ne? Aber mir macht es ja auch Spaß. Ne? So, ich höre es da hinten schon läuten. Angie, deine Lösung. Hast du mitgebracht? Nur freilich, jetzt kommt's. Mit dem Franz zusammen, freilich, jetzt bin ich meine Lösung. Okay, dann schauen wir mal, was die Lösung ist für die Finanzkrise.